Genau, ja. Das ist sie, die liebe Kati Miru, meine Freundin und Mama meines Kindes. Das habe ich auch mal ganz gezeigt. Also, dass die schneller zum Kaiserschnitt raten. Ladies and gentlemen, I will recommend to you this night, Saturday evening, WWE Heavyweight Champion of the World, II Family. Ihr habt es geschafft. Yes. Eure ganzen Machenschaften dahinter meinem Rücken haben ja, Erfolg gezeigt. Absolut. Starke Leistung an euren Onkel, an euch. Das ist die Großfamilie Banjo, die wissen genau, wie wir das hinbekommen. Ja. Wir hatten ja unser Rätsel am Spiegel und ja, jetzt musstest du dich zeigen. Ja, ich frage mich wirklich, wie die auf diese ganzen Sachen gekommen sind. Krass, ne? Vor allen Dingen so direkt. Ja. Da gab es ja auch dann so Größen, wo so, warum diese die Zahl? Also genau, schon echt krass. Zahl, auf jeden Fall. Also Respekt. Genau, ja. Das ist sie, die liebe Kati Miru, meine Freundin und Mama meines Kindes. Wir zeigen euch gleich auf jeden Fall nochmal direkt ein paar Shots, wie du in voller Länge aussiehst. Jetzt haben wir dich auch mal ganz gezeigt. Na, klasse. Ne? Jetzt haben wir dich mal ganz gezeigt. Ne? sag doch mal Bescheid, wie viele Kamele ihr opfern würdet für sie. Also wie viele Kamele sind... Kamele? Mhm. Was willst du mit Kamelen? Kamelen? Ich wollte schon mal so einen Kamelbetrieb aufziehen. Wie viele Kamele würde man zahlen? Es gibt so eine App oder irgendwie sowas, das hatte letztens Rick und Theresa drin. Da kannst du so ein Foto, glaube ich, hochladen und dann steht da, wie viele Kamele du wert bist. Oha. Ja, richtig lustig. Also nur Frauen, dann können das auch Männer machen. Ich glaube alle können. Lustig. So ein Kamelrechner oder irgendwie sowas. Wie viele Kamele für mich, aber dann für ihn aber auch. Ja, und in Zukunft wird es hier ganz, ganz viele Vlogs von uns geben. Mhm. Wir haben ja schon mal vor 2 Wochen ein paar Sachen ausprobiert einfach. Ja. Wir haben tatsächlich schon mal ein paar Sachen vorgedreht, wie wir hier umgezogen sind, wie wir ganz viel umgeräumt haben, umgestellt, Tabula Rasa gemacht haben und so. Ja. Und einfach um so ein bisschen schon mal dran zu gewöhnen vielleicht, weil ich ja schon insgeheim wusste, dass ihr früher oder später mal die Dame vor die Kamera bekommt. Ja, es ist soweit. Genau. Und jetzt ist es soweit, dass wir das... ja, eine Zeit lang durchziehen, solange du Lust hast, solange der Bauch dich nicht irgendwie hindert oder so. Aber ich denke im Gegenteil, dass das passiert, oder? Wir werden sehen. Ich denke nicht. Ich denke auch nicht. Und außerdem hat die Familie sie dann schon so lieb gewonnen. Ja, ich habe so viele süße Nachrichten schon bekommen, obwohl ihr mich noch gar nicht kanntet. Ja. So eigentlich durchweg positiv und total goldig, also wirklich. Das war meine Vorarbeit, muss ich jetzt mal dazu sagen. Good vibes only. Ja. Die Leute wissen. Das wird richtig gelebt. Absolut, das wird gelebt. Das wird verinnerlicht. Das feiere ich. Also vielen, vielen Dank an der Stelle nochmal. Ich habe ja auch super viele Nachrichten von euch bekommen. Auch die Kommentare immer unter den ganzen Postings und so weiter. Die waren so krass einfach. Und Kathi wollte es mir am Anfang gar nicht glauben, dass das so funktioniert. Ich meinte so, ey doch, die werden mit dir klarkommen. Du bist so eine liebe Persönlichkeit. Das werden wir irgendwie hinbekommen. Und ja, man hat es gesehen. Good vibes only direkt unter jedem Post. Tag 1, ja. Richtig süß. Genau. Also ich freue mich, eure Tante zu sein. Ja, Mann, genau. Kathi ist eure Tante ab jetzt. Ja. Von der Großfamilie Banjo. Kathi, du hattest noch so ein paar Fragen, ne, die wir beantworten wollen. Genau, so, ne? Es haben mich total viele gefragt, seit wann wir zusammen sind. Seit 6 Tagen. Ja, ich dachte mir jetzt, wo sie schon im 6. Monat? Jetzt im 6. Monat dachte ich, das passt. Komm, lass uns auch sagen, dass wir jetzt zusammen sind, oder? So, aber das muss man wirklich sagen. Ne? Wir haben gar kein Datum, wo wir so sagen, ist unser Jahrestag oder so. Gibt's nicht. Also vielleicht ganz kurz, 6 Jahre, nicht 6 Tage. Genau, es sind tatsächlich 6 Jahre. Genau, alles davor und dazwischen war nur Kindergarten. Genau. Und deshalb geht's. Was meinst du mit dazwischen? Cut. Du Vogel. ist das schon das Beichtvideo? Spaß beiseite. Auf jeden Fall sind wir seit 6 Jahren zusammen. Wir haben schon super viele Urlaube zusammen gehabt.
was haben wir alles zusammen erlebt. Wir packen euch auf jeden Fall ein paar Sachen hier jetzt mal gleich rein, einfach um zu gucken, was wir schon mal alles so miteinander gemacht haben. Du kennst mich sogar schon, seitdem ich Bart hatte. Früher hatte ich Bart, ne? So den Playboy-Bart. Ja, nicht nur ein Bart, sondern der hatte lange Haare, glatte und immer so nach hinten gegelt, so ein Kamm. Wenn du mich siehst, sag Maschallah, einfach die Hübsche. Richtig krass gezupfte Augenbrauen. Also wenn ich mir Bilder jetzt angucke, Katastrophe aber. Das Krasse ist, in denen hat sie sich verliebt damals. Angeblich Katastrophe, aber scheinbar hat es gereicht, um klar zu machen. Schaut euch euren Onkel an. Hatte ein gutes Feeling, glaube ich. Also wenn ich manchmal zurückgucke, entscheidet doch mal selbst gleich in den Kommentaren, ob das klar ging, dieser Style, oder ob das eher so war. Genau. Also ich hoffe, es geht auf jeden Fall klar. Wir hatten richtig geile Urlaube. Was war so ein Urlaub, der dir im Kopf geblieben ist? Also ich fand am besten eigentlich Tel Aviv und Mexiko. Tel Aviv, Mexiko, stimmt. Ja. Die waren wirklich krass. Was hatten wir noch? Wir hatten auch Sansibar, das fand ich auch geil. Stimmt, Sansibar war mega. Sansibar war richtig fresh. Da waren wir mit Freunden dort, mit einem befreundeten Pärchen. Auch krasser Urlaub. Deswegen Leute, checkt auf jeden Fall mal die Glocke hier unten. Aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr immer die neuesten Neuigkeiten. Direkt, wenn es darum geht, beispielsweise Babybauch gewachsen, irgendwelche Probleme, die wir toi 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 irgendwie nicht bekommen oder hoffentlich nicht bekommen. Aber abonniert auf jeden Fall den Channel. Schickt es auch gerne irgendwelchen Leuten, die Bock haben, Mama-Content und Pärchen-Content und alles Mögliche an Content zu bekommen. Ihr werdet einiges hier bekommen. Und vor allen Dingen folgt Kati auf Instagram, weil Kati beantwortet dort richtig viele coole Fragen, gerade für die Mädels, super interessant. Genau, da kann man ja so Fragerunden machen, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, aber wenn ich da in die Story sowas hochlade, da bekomme ich ganz viele Fragen geschickt und die versuche ich dann einfach nach und nach zu beantworten. Genau. Manchmal mit dir, manchmal ohne dich. So ist das, so auf jeden Fall. Also da wird es auf jeden Fall super interessant. Auch bei deinen TikTok-Videos, das war selbst für mich interessant, weil ich sehe nicht jedes TikTok-Video, was Kathi macht. Sorry, ich habe es jetzt hier gesagt. Wie ist das? Ich sehe nicht jedes TikTok-Video von dir. Ist das okay? weil Kathi sich momentan logischerweise echt viel mit dem Thema Schwangerschaft auseinandersetzt, hat sie super viele Schwangerschaftsfakten, die vielleicht auch für euch interessant sein könnten. Also auch das mal regelmäßig abchecken. Super interessant. Selbst ich war richtig baff, bei welchem Video war denn das nochmal? Jedes dritte Kind. Ja, was war denn mit? Jedes dritte Kind per Kaiserschnitt auf die Welt kommt. Ey, richtig krass. In dem Buch stand einfach, jedes dritte Kind kommt per Kaiserschnitt auf die Welt. Und ich dachte so, einer aus 100 oder so. So ja, ein Baby so von 100, so aus Notfall, im Notfall und so. So, und dann habe ich ein bisschen auch weiter recherchiert, unabhängig von dem Buch. Und da stand tatsächlich, dass es einfach für ganz viele, die haben keinen Bock auf diesen Stress halt, ne? So, diese normale Geburt, die wollen so ihr Datum fixen und... Genau. Fand ich auch krass, aber gut. Easy. Ist halt modern, gibt irgendwie alles. Wir machen es auf jeden Fall oder haben es auf jeden Fall vor, natürlich zu machen. Genau, man kann das ja nie 100% sagen, aber das ist auf jeden Fall der Plan. Genau. Und bei vielen ist es ja mit Sicherheit auch echt ein Notfall. Und ich glaube aber auch, dass die Ärzte mittlerweile wahrscheinlich eh auch so ein bisschen so vorsichtiger sind, was das Ganze betrifft. So, wenn ein bisschen Komplikation da ist, dann lieber Kaiserschnitt auf Nummer sicher gehen irgendwie so. Ne? Ich habe auch gehört, dass die für einen Kaiserschnitt viel mehr kassieren als für eine normale Geburt. Also dass die schneller zum Kaiserschnitt raten. Money. Verstanden. Ja, genau. Ansonsten stellt uns auf jeden Fall mal alle Fragen in die Kommentare, die ihr habt zu mir, die ihr habt zu Tante Banjo bzw. Kathi. Also da könnt ihr 1000 Sachen fragen, die ihr möchtet. Und wir werden in manchen Vlogs auch immer wieder ein paar Fragen beantworten, die ihr habt. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was da so bei rumkommt. Ihr werdet sehen. Wir sind super. Ich werde auch sehen. Genau. Sie wird sehen. Ich werde sehen. Wir werden sehen. Und vor allen Dingen wird auch unser Baby sehen. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, bis... Demnächst. Sehen wir uns, ne? Genau. Ja, machen wir. Wir verabschieden euch mit einem kräftigen Ai Ai Family. Peace. Meine Damen und Herren, herzlichen Glückwunsch zur heutigen Ai Ai Family Show. Wir können... Richtig. Okay, erste Charaktereigenschaft, super schreckhaft. Oh Gott.